Hallo, ich grüße euch zum Teil 31. Wir machen auch mal weiter mit diesem Artikel hier. Bewusstscout, Wege zu deinem neuen Bewusstsein. Besatzungsmächte dulden nicht länger die Ausplünderung der Menschen in Deutschland. Ja, und dazu dann hier wieder die Fahne. Ich habe sie noch schimmer, in Schwarz-Weiß, Schwarz-Rot-Gold. Und es gibt immer wieder Leute, denen man es immer wieder erklären muss. Wie kommt denn Schwarz-Rot-Gold eigentlich zustande? Schwarz-Rot-Gold ist die Trikolore der Weimarer Republik. Also, wenn man so will, ist es die Staatsflagge des Feindstaats, also gegen des Feindstaats gegen den Staat, weil der Staat ist definiert über Staatsangehörigkeitsgesetz. So, jeder, der mit Schwarz-Rot-Gold durch die Kante rennt, stellt sich eigentlich hinter die Gruppe Liebknecht und Luxemburg und die, die den Kaiser gestürzt haben, also eigentlich die, die den Putsch gemacht haben. Ja? Das ist das, was Schwarz-Rot-Gold ist. Das ist aber nicht die Zukunft Deutschlands, denn genau mit dem Putsch des Kaisers gingen eigentlich die ganzen Probleme los. Nicht nur Erster Weltkrieg, weil der Putsch gegen die österreich-ungarische Monarchie war ja schon eher, ne? War ja im Prinzip der Auslöser des Ersten Weltkriegs. Und gegenüber dem Kaiser wollte man ja schon schon vorgehen. Und einer der vorhergehenden Vorgänger vom Kaiser war ja auch Freimaurer. Und die hatten also davor schon den Anschlag auf den Staat durch. Sodass man sagen kann, die einzigen zwei verlässlichen Staatsmänner, die Deutschland gehabt hatte in der jüngsten Zeit, das war Bismarck gewesen und Kaiser Wilhelm II. Und alles andere war mehr oder weniger Lobhudelformer oder Verräter. Jetzt ist die Frage, wie kommt er denn überhaupt wieder raus aus dem ganzen Schlamassel? Ja, die erste Sache wäre erstmal, dass die Leute erstmal wissen, wo ist denn eigentlich die Staatsgrenze? Weil der Staat hat ja die Möglichkeit, über seine ja, Eigentumsfragen und Grenzfragen und Leitlinien der Politik zu bestimmen. Und das ist ja das grundsätzliche Problem. Und die meisten wissen ja auch gar nicht, was mit Deutschen Reich wirklich gemeint ist. Die meisten denken ja dann sofort an Adolf. Aber der Staat wird nun mal durchs Kaiserreich repräsentiert und die Bundesrepublik gibt es auch zu, weil im Ausfertigungsdatum vom Stack steht es ja auch klar drin, dass der 22.07.1913 der Stichtag bis heute immer noch ist, des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Und demzufolge gilt auch dieses Gesetz. Und solange man kein Verweser ist, darf das auch niemand ändern. Und die Frau Merkel ist definitiv kein Verweser, auch der Bundestag nicht, weil der letzte Verweser hat sich geweigert, irgendetwas zur Weimarer Republik oder zum Versailler Vertrag zu unterschreiben. Und dafür ist er dann umgebracht worden und danach wurde nicht wieder eine rechtmäßige Verweserwahl gemacht, denn die nächsten Wahlen, die alle stattfanden, hatten alle Parteien im Boot man hat sich dann das Frauenwahlrecht noch dazu genommen und dann die Unterstützungsunterschriften, die dann noch kamen, das hat also alles nichts mit staatlichem Wahlrecht zu tun. So, demzufolge haben wir auch keinen Legitimationsübergang und aus diesem Grunde wird in Deutschland bis heute von anderen Mächten regiert, aber nicht von der Bundesregierung. Und das, was momentan mit der ganzen Asyldebatte zu tun hat, da kann einem nur der Haare zu Berge stehen. Fakt ist aber eins, dass der Schaden, der dadurch dem Staat entsteht, natürlich schon Besatzer zu ersetzen ist. Da kann der Besatzer zehnmal sagen, er hat da keinen Einfluss mehr drauf. Das ist nicht so, weil der Besatzervorbehalt besteht so lange, wie die Hauptstadt, also Berlin, noch unter Besatzung ist. Und die ist noch unter Besatzung der vier bevollmächtigten Botschafter, die also dort vier Zonien, sagen wir es mal so, als selbstständige politische Einheit noch unter Besatzung halten. Und das ist auch heute noch so. Ja? Und heute sitzt also von unser Mitteldeutschland der Wladimir Krinin, wenn ich es noch richtig weiß, außerordentlicher bevollmächtigter Botschafter. Und er vertritt die Besatzungsmacht. Als zwar nicht militärisch hier, aber ist als Vertreter der Besatzungsmacht in Berlin. So. Und die vier entscheiden sozusagen die letzten Fragen und kippen auch Gesetze und ähnliche Dinge. Und man könnte sagen, das sind die Repräsentanten der heutigen alliierten Hohen Kommission. Und alles, was hier nicht passt und nicht in Ordnung geht, ist also zunächst erstmal an Berlin zu adressieren, an die vier Botschafter, je nachdem, in welcher Besatzungszone man ist. So, und so wie ich Russland verstanden habe und seine Repräsentanten, insbesondere Putin, ist ja Putin bemüht, den Deutschen die Rechte aus der HLKU auch zuzugestehen. Das Problem ist nur, die haben damals 1945 vereinbart, dass sie die Regelungen, die sie dann hier für Berlin umsetzen, immer nur mit allseitiger Zustimmung machen können. Und das kann auch auf Dauer nicht funktionieren, weil man kann sich ja überlegen,
wenn jetzt der Nachrüstungsbeschluss kommt, dass also die US-Armee in Bayern Atomraketen installiert, dann müsste Putin genauso die Möglichkeit haben, an der Ost-West-Grenze seine Raketenstellung wieder aufzubauen. Das wäre mehr als fair, weil es würde die Chance eines plötzlichen Überfalls schon deutlich reduzieren. Ne? Da wäre zwar Amerika noch nicht aus der Schusslinie, aber zumindest England wäre in Reichweite, und das sind ja die eigentlichen Kriegstreiber des Ersten und Zweiten Weltkriegs gewesen. Und die haben Amerika in guten Krieg gezwungen. Und zwar mit der Sache der Versenkung der Lusitania, bei der Churchill eine wesentliche Rolle gespielt hat. Also man hat da sozusagen die Passagiere dieses Schiffes als menschliche Schutzschilde genommen, und die Lusitania war auch bewaffnet, hatte also Waffen und auch Sprengstoff an Bord. Und das war ja nach dem Seekriegsrecht, was vorher gegolten hat, also ein absolutes Tabu, dass also zivile Schiffe bewaffnet sind oder Waffentransporte haben. Und da hatte auch das deutsche U-Boot keine andere Möglichkeit, als eine Versenkung zu machen. Weil wie will ein U-Boot die Ertrinkenden retten? Das funktioniert nicht. Ja. Wenn die da die Seeblockade durchbrechen, das haben ja alle Staaten gewusst, eine Seeblockade ist, hat der Kapitän dort eine ziemlich schwere Entscheidung zu treffen. Aber er darf ja nicht funken, er muss eine Entscheidung treffen. Ja, und damit war im Prinzip das Seekriegsrecht, was bis zum Ersten Weltkrieg gegolten hat, damit gebrochen. Dass natürlich da unendliches Leid damit zusammenhängt, ist eine ganz andere Geschichte. Aber wenn eine Seeblockade gebrochen wird, ist das nicht mehr der Fall. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass das wirklich größte Schiffsunglück wohl die Gustloff war. Und das hatten russische Streitkräfte versenkt. War Flüchtlingsschiff auf der Ostsee, soweit es mir bekannt ist. Gut, es nützt aber nichts, wenn wir aus dieser Zeit dieses ganze Elend und die Opfer gegeneinander aufrechnen, sondern wir müssen uns überlegen, was wir heute machen können. Ne? Und wir brauchen also heute wieder jemand wie Bismarck oder wie Kaiser Wilhelm II., der in einer bodenständischen und einer wohlüberlegten Art Entscheidungen trifft, die für Deutschland gut sind. Da geht es nicht um den starken Mann, da geht es auch nicht um eine Kopie von Hitler, sondern da geht es um pragmatische Entscheidungen. So, und nun ist letzte Woche in dieser Sache ja wieder ein bisschen was hochgekocht. Da gab es am Montag eine Pegida-Demo, wo auch dieser Akif Gerinci aufgetreten ist. Und da muss man irgendwie sowas mit KZs erwähnt haben, aber hat es eigentlich anders gemeint, als es die Presse dann gedreht hat. Ja, er hat das wohl so gemeint, dass wenn die heutige Regierung die KZs noch zur Verfügung hätte, da würden so manche Widersacher und Asylkritiker dort landen. Könnte sein, ist nicht ganz abwegig, hatte man zur DDR-Zeit übrigens auch schon vor. Ist nicht so weit hergeholt, allerdings im Zusammenhang mit so einer Demonstration mit Pegida ein bisschen unglücklich. Man hätte in der Redezeit, die er sich genommen hat, wenn ich es noch richtig weiß, sind so 30 oder 40 Minuten, da hätte man dann schon mal ein bisschen was mehr zur deutschen Frage, zu den Ursachen und auch zu den Zielen der Asylindustrie was sagen können. Und da hätte man in einem Schlag, vor allem mit dieser Presseöffentlichkeit, mehr erreicht als mit diesen kernischen Sätzen. Ich meine, er hat ja von Anfang an nur provoziert. Er hat natürlich Reizsätze genommen und hat im Prinzip alles in seine Rede gepackt, was den Zorn der Presse auf sich zieht, um ja im Gespräch zu bleiben. Aber das ist eben eine Sache, die uns allen nicht wirklich nützt, sondern hier hätte man einfach nur die Öffentlichkeit dazu nutzen sollen, um die Informationen zu liefern. Und das ist nämlich bei der Sache nicht passiert. Das ist am Ende, sagen wir mal, in einer Serie von Vulgärausdrücken und sicherlich auch plakativen Parolen geblieben, aber der eigentliche Tiefgang ist eigentlich verloren gegangen. Also das Hauptproblem von Deutschland ist nicht, dass der Kaiser vom Himmel steigt, sondern dass wir einfach nur ein Verweser werden. Das ist nichts anderes ist die Handlungsfähigkeit des Staates. Sobald dieser da ist, ist alles andere bereits geregelt, weil es die gesetzlichen Richtlinien schon gibt. So. Und dazu müsste man in jedem Wahlkreis, sage ich mal, 10 Leute finden, die bereit sind, ja, ich mache diese Wahl, ich kann dieses Überregieren der Merkel-Regierung nicht mehr verantworten. Ich mache das jetzt, ich setze mich jetzt mal die 14 Tage hin, ich nehme meinen Urlaub in der Zeit, mache hier einen Wahlhelfer
Und dann kontrolliere ich den ganzen Tag die Abstammungssachen nach dem Mustang. Und jeder, der das erfüllt, da kriegt eine Bestätigung, wo alle Zähne unterschreiben, dass es in Ordnung ist. Und dann ist das praktisch seine Wahlbenachrichtigung und auch Wahlzulassung. So. Da werden alle zugelassen, männlichen Wahlberechtigten über 26 Jahre. Die Frauen haben damals leider noch kein Wahlrecht gehabt. Aber man könnte es natürlich jetzt darüber streiten, es würde aber letztlich nur zu einer Wahlanfechtung führen. Und es würde das Elend, was auf uns zukommt, wenn die ganzen Migranten hier eine Rebellion machen, nur verlängern und verschlimmern. Das muss man sich einfach im Klaren sein. Es geht einfach nur darum, dass diese Wahl einmal durchläuft und dann kann man gerne eine Änderungsgesetzgebung machen, wenn man dieses und jenes geändert haben will. Aber es ist ganz wichtig, dass das erstmal sauber durchläuft und dass dieser Verweser erstmal das Protokoll fortschreibt. Ne? Weil das Protokoll ist ja im Prinzip unterbrochen am 28.10.1918. An diesem Tag ist der Kaiser sozusagen zu den Niederlanden geflohen, weil Mordanschläge auf ihn geplant waren. Und wer flüchtet, regiert nicht, sondern der reagiert. So, das ist eigentlich der Tag, wo man sagen könnte, das ist der Tag der Grenzziehung. Also der Tag definiert dann eigentlich, sagen wir, die allerletzten Verfügungen, die der Staat noch gemacht hat, die man noch als okay mit durchwinken lassen kann. Wobei man sich dann in der Nachfolgesitzung erstmal entscheiden müsste, welche letzten Anordnungen, die da getroffen wurden, waren schon durch die Umsturzbewegung überschattet. Ne? Aber grundsätzlich kann man erstmal alles durchwinken, was bis zum 28.10.1918 beschlossen wurde. Und alles andere ist Feindstaaten-Nachfolge. So, und diese Rechtsstellung, dies hat der Besatzer zu gewährleisten. Ne? Nicht Weimarer Republik machen, auch nicht EU machen, auch nicht Ausländerpolitik machen, auch Grenzen aufmachen, interessiert nicht. Es gelten die Einreisebestimmungen vom 28.10.1918. So, also Rustag. So, weil es gab bis zum Ende, sagen wir mal, der staatlichen Legitimation kein neues Gesetz zur Staatsangehörigkeit. So, das heißt, dass auch alle Reisepässe und alle öffentlichen Dokumente, wo irgendeine Staatsangehörigkeit drin ist, ist auch die Wahlunterlagen zwingend die Staatsangehörigkeit nach Rostock vermerkt haben müssen. Und da gibt es nur die Möglichkeit, diese 26 Bundesstaaten zu wählen. So, da kann man sich einen raussuchen, aber es ist nicht das Reich an sich, weil das Deutsche Reich an sich ist nur ein Staatenbund, wenn man so will, ein Verein, wo Staaten Mitglieder sind. Und das ist selber kein Staat. Ja? Es repräsentiert zwar den Staat nach draußen, also wenn jetzt zum Beispiel Österreich oder Schweiz oder China, was weiß ich, an Deutschland in den Grenzen von 1914 herantreten würde, dann würde im Prinzip der Staatenbund die internationalen Gespräche führen. Aber hinter dem Staatenbund stehen die einzelnen 26 Bundesstaaten, die jeweils eigene Leitlinien der Politik haben. Ja. Und die sind eben in Sachsen und in Bayern und in Preußen eben nicht die gleichen. Waren es damals nicht, ist auch heute nicht so. So, und irgendwo dazwischen gibt es eben regionale Unterschiede, die in Sachsen und bei den Nordlichtern eben anders aussehen. Das ist nun mal so, die Gewichtung ist anders. Schon Sachsen und Erzgebirge haben nicht die wirklich gleichen Ausrichtungen. Ich bin nur mehr Erzgebirger und die städtischen Sachsen sind eher ein bisschen gleichgültiger, während das Erzgebirge noch ein bisschen rebellischer ist und ein bisschen eine klarere Ausrichtung hat. Man muss jetzt auch wissen, man hat ja in den Melderegistern der DDR ordentlich drin herumgemalt. Also bei mir zum Beispiel ist es so, ich habe zwei Geburtsurkunden, eine, die am wirklichen Zeitpunkt der Geburt geschrieben wurde und eine, die dann mal bei einer Adoption in die zweite Ehe passiert ist. Ne? Dadurch hieß ich Knietsch, dadurch Müller hieß. Also mein wirklicher Name wäre Werner Uwe Müller. Und durch die Heirat meiner jetzigen Eltern hieß ich Knietsch, ne, und Familiennamen so. Ich habe dem nicht zugestimmt. Ich finde es aber eine Ehre meines Stiefvaters, dass der Name eben noch bestanden hat, obwohl ich eigentlich der Gerechtigkeit wegen sagen müsste, dass Müller-Knietsch eigentlich der richtige Name wäre. Na, Doppelname. Aber die Doppelnamenbestimmung hat die Bundesrepublik irgendwann mal gekippt. Und es ist tierisch schwierig, das eintragen zu lassen. Ich weiß auch nicht, ob ich das unbedingt haben muss, aber ich muss es deswegen mal gesagt haben, was hier deswegen los ist. Und man hat diesen Geburtsname komplett aus dem Melderegister gestrichen und das ist illegal. Ja, weil im Stand die Herleitung ein bisschen schwieriger wird. Weil ich muss ja nicht meine Herleitung nach dem Stiefvater ableiten, sondern nach meinem leiblichen Vater. So, das ist Müller, die haben zwei Generationen in Chemnitz gewohnt.
Mütterliche Linie ist nur dann wichtig, wenn das ein uneheliches Kind ist. Also wenn ich jetzt außerhalb einer Ehe geboren wurde, das ist aber nicht der Fall, ich komme aus der ersten Ehe. So, bei Frau Merkel ist es aber anders, die ist unehelich, ne? Weil bei ihr geht die Ableitung nach der Mutter. Die Mutter ist jüdisch, sie ist Jüdin, und der Vater war Deutscher. So, na, und da wissen wir schon, was da los ist. Gut, ja, und jetzt ist die Frage, geht es überhaupt, dass die Frau Merkel sich hier mit dieser Ausländerpolitik sich ein neues Wahlvolk schafft? Meiner Ansicht nach ist das nicht möglich, rechtlich nicht möglich, weil sie keine Deutsche ist, kann sie also auch eine Regierungschefin sein, weil sie die deutsche Staatsangehörigkeit erstmal schon formal nicht erfüllen kann und rein juristisch kann sie es auch nicht erfüllen, weil das Grundgesetz, 116.1 Grundgesetz, sagt ja eine deutsche Staatsangehörigkeit. Da muss man sich überlegen, wann gab es denn überhaupt die deutsche Staatsangehörigkeit oder den gelben Schein? Ich hatte es schon ein paar Mal erklärt, aber ich mache es nochmal. Eine deutsche Staatsangehörigkeit hat niemand, überhaupt niemand in Deutschland, weil das auf dem Gesetz vom 5.2.1934 beruht. Und dann gab es nochmal so Gleichschaltungsgesetz 1936 und dann nochmal eine Nachbesserung etwas später. Aber Fakt ist der 5.2.34. Und dieses Datum liegt nach der Wahl des Ermächtigungsgesetzes. Und das Ermächtigungsgesetz sollte Hitler angeblich zum Verweser wählen. Also ihm die Rechte des Verwesers zuweisen, damit er das Dilemma der Weimarer Republik aufheben oder rückgängig machen will. Und das hat nicht funktioniert, weil an dem Tag, war da zuvor, der Reichstagsbrand war. Und da hat man im Prinzip die Kommunisten und die SPD dafür verdächtigt, dass sie eben dort das Feuer gelegt haben. Bis heute ist es nicht geklärt, was wirklich war. Die jetzige Nachkriegspropaganda hat es erstmal den sogenannten Nazis in die Schuhe geschoben, aber es gibt dafür keinen Beweis. Und das Ding ist genauso linker Vogel wie das Wort Drehzander 1109. Da ist zu viel Ungereimtheiten bei der ganzen Geschichte dabei. Also genauso wie da damals der Pass eben nicht verbrannt ist, ne? Ist eben dort, hat er auch sein Parteibuch mitgehabt, wo er in den Brand gelegt hat. Also es ist so unwahrscheinlich und unstimmig, das kann kaum gewesen sein. Also was dann wirklich passiert ist, ich vermute, die Jesuiten haben die Sache geplant und ausgeführt, weil die waren die einzigen, die auch damals den Zorn gestürzt haben. Die hatten den direkten Willen, auch den deutschen Kaiser zu beseitigen. Das waren die, die ein Motiv hatten, weil die SPD und Bund der Kommunisten, weiß ich nicht, ob die so direkt geführt haben, aber sie gehören auf jeden Fall unter die Fuchtel der Jesuiten. Die Jesuiten stehen auf jeden Fall drüber. Ja, also SPD und Bund der Kommunisten sind der politische Arm der damaligen Jesuiten gewesen. Weil die Gründung der SPD hat ja eine Geschichte, die weit zurückreicht, also bis in die außerkirchlichen Sportvereine. Wenn das wirklich so stimmt, wie man das so nachlesen kann an verschiedenen Stellen. Ja, und demzufolge hat also den Putsch gegen den Kaiser in letzter Instanz irgendwann der Vatikan zu verantworten, vermute mal irgendwo der sogenannte schwarze Papst, der auch immer noch regiert. Diesmal ist es aber so, dass der weiße und der schwarze Papst Personalunion sind. Und die altbabylonische Kirche vertritt mit einem christlichen Anstrich, ne? Weil das Christentum und die katholische Kirche sind die Feuer und Wasser, völlige Gegensätze. Und man merkt ja auch an der Symbolik und an der Lehre, dass das keine christliche Lehre ist. Also wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, weiß, dass beim Konzil von Nikea im 4. Jahrhundert der Kalender umgestellt worden ist und die wesentlichen christlichen Lehrinhalte verändert worden sind. Also zum Beispiel wurde angedichtet, dass Jesus zu Ostern auferstanden ist und auch zu Karfreitag gekreuzigt worden ist. Das kann nicht sein, weil dieser Tag nur durch die Kalenderänderung zustande gekommen ist. Es war also wesentlich später, war zum Passafest. Ne? So, und endlich hält sich das zu Weihnachten. Also Weihnachten ist eine völlig willkürliche Festlegung, da fand keine Geburt Jesu statt. So, sondern das liegt irgendwo entweder wieder auf dem Passafest oder im Herbst. So, gut, aber derjenige, der die Macht hat, der schreibt die Geschichte und der schreibt sie sich so, wie es ihnen am besten gefällt. So, und das ist nämlich das Problem, was wir auch in Deutschland haben. Und solange wir niemanden haben, der da wirklich durchsieht und der sich auch nicht irre machen lässt von irgendwelchen Propagandamist, solange kriegt man hier in dem Land keine Ordnung rein. Weil jeder in eine verschiedene Richtung losrennt. Die einen, die sagen, wir sind total staatenlos und rechtslos. Wir sind nicht staatenlos, weil wir sind nun mal in den Bundesländern geboren. Und seine Geburt kann man dann ja verleugnen.
Na, man ist ja geboren worden, also hat man hier das Geburtsrecht. Und dort, wo das Geburtsrecht ist, dann guckt man zwei Generationen vor, dort ist die Staatsangehörigkeit. So. Es sei denn, man hat sie freiwillig weggeworfen. Ja. Es ist ungefähr so etwas wie im Alten Testament das Erstgeburtsrecht. Ich weiß nicht, ob ihr euch das erinnern könnt, aus der Christenlehre, wann auch immer, war da mal der Streit zwischen Jakob und Esau. Ne? Nee, ist ein, ja, genau, der Vater war Isaac. So, der hatte sich ja im Prinzip durch einen blöden Trick so ein Fell übergezogen über der Hand und hat den Vater sozusagen betrogen, damit er den Erstgeburtssegen an den Jakob weitergibt. Also der Jakob ist sozusagen der Urvater der Israeliten. So, nun sagen viele, dass der Esau ja eigentlich um sein Erstgeburtsrecht betrogen wurde und dass der zwar dafür gestraft wurde, dass er sein Erstgeburtsrecht vor dem Erbsengericht an seinen Bruder verkauft hat. Aber ich denke mal, dass ihm die Bedeutung des Erstgeburtsrechts nicht wirklich klar war. Vielleicht haben sie auch damals schon irgendwie atheistisch gelebt, kann ja sein. Aber ich habe den Eindruck, dass das keine ewige Festlegung ist, weil als Unrecht kann nicht Recht erwachsen. Und wenn der Herrgott allmächtiger Richter ist, wird er einsehen müssen, dass das kein gerechter Richterspruch sein kann. Und dann wäre es interessant, wer dieses Erstgeburtsrecht dann mal wirklich kriegt. Nämlich vermutlich den Nachkommen von Esau. Weil an jedem größeren Krieg, der in letzter Zeit stattgefunden ist, sind immer drei Staaten beteiligt gewesen: England, Israel, USA. So, Frankreich hat immer schon mal mitgespielt, aber das sind die drei Hauptkriegstreiber. Und die haben mehr Kriege und Tote verursacht wie alle anderen zusammen. Und das ist nämlich eine Sache, die nicht in Ordnung ist. Also die katholische Kirche schlägt natürlich alle Rekorde, ist klar. Aber jetzt in der kurzen Zeit, also von Gründung bis jetzt, ist es also die Nation, die am meisten Kriege verursacht hat. Und da kann man den obersten aller Kriegsführer nur ganz schlecht mit dem Friedens- und Nobelpreis auszeichnen. Da weiß man auch, was da dahinter steckt, genau, im Frieden. Also ich empfinde ja den Friedensnobelpreis als eine Beleidigung für jeden, der wirklich ernsthaft für Frieden ist. Und ähnlich verhält es sich auch mit dem Krauss-Preis. Das ist auch so ein Preis, wenn man den kriegt, ist das eher eine Ohrfeige als eine Auszeichnung. Ja, aber die Welt ist ja auf den Kopf gestellt und nichts ist so, wie es scheint. Und das ist eben das Problem, dass viele Leute sich eben nur über die Zeitung und nur über ARD und ZDF informieren und dadurch nicht wirklich wissen, was hier in diesem Land passiert ist. Und wie der Staat heißt, wie die Außengrenzen liegen und wie die Staatshymne heißt, da kriegt man also, wenn man 10 Leute fragt, mindestens 9 falsche Antworten. Das ist so. Und das kann nicht gut sein und deswegen müsst ihr eure Kinder und eure Freunde und Arbeitskollegen mal informieren, was denn hier los ist, wie der Hase im Schnee bremst in Deutschland. Ich kann euch da auch nur Mut machen. Und bleibt da dran, aber brennt eben auch nicht aus. Sorgt auch dafür, dass ihr Ruhezeiten habt und dass eure Arbeit schafft und dass ihr auch die Familie über Wasser hält. Aber wenn jeder einen kleinen Teil beiträgt, ist es überhaupt kein Problem, dass dieses Land wieder in Ordnung, in den Wohlstand kommt. Und es liegt einfach nur daran, was wir als Staatsangehörigkeit, als Staatsflagge und als Regierungsmacht akzeptieren. Und wenn das die Leute begreifen, jeder Einzelne begreift und immer wieder sagt, nee, du bist nicht der Staat, du bist ja einer von der Feinstaatenregierung und du kannst überhaupt keine Legitimation haben, weil. Und da muss man eben sich die Videos nochmal angucken und dann kann man die Argumentation noch aufbauen. Da muss man mich auch nicht zitieren, das kann man auch selber im Internet nachlesen. So, dass es natürlich alles Zeit braucht und dass es aufwendig ist, ist klar. Aber wenn man dranbleibt und wirklich sich da also mal beliest und sich auch mal die Videos von A bis Ende mal anhört, dann kommt man schon dahinter, wie es zusammenhängt und was hier zu tun ist. So, und da muss es auch keinen Vorgesetzten geben, der eben sagt, mach dieses, mach jenes, sondern man sieht die Not und stellt sie ab. Das ist das Prinzip, was hier dahinter steckt. So, da muss man auch keinen Führer haben, sondern da muss man einfach nur sehen, was ist in dem Land in Ordnung und wie können wir es abstellen. Ja, und was ist noch hier zu sagen? Die Besatzer sind ja nur deswegen noch hier, weil unsere Regierung sie regelmäßig alle 10 Jahre wieder einlädt. So, und das muss aufhören. Also, die haben sich genauso wieder aus dem Land zurückzuziehen wie in allen anderen Staaten auch. Ich weiß, dass die USA die ganze Welt mit Militärstützpunkten
überzogen hat und Russland wohl nur einen auswärtigen Militärstützpunkt hat, eben in Syrien, und sich dann natürlich auch wehrt, wenn das Land von Rebellen überfallen wird. Und deswegen ist es unverständlich und völlig unmöglich, wie Frau Merkel solche Terroristen hier noch einlädt in unser Land. Und es hat wohl auch letzte Woche die erste Enthauptung gegeben von irgendeinem Islamisten. Aber ich würde sagen, es wird nicht die einzige bleiben. Weil wenn es zu Unruhen und Aufständen kommt, vor allen Dingen dann, wenn man merkt, dass das Land mit seiner Hilfsbereitschaft, die sogar gegen das Gesetz steht, überfordert ist, dann wird es zuerst mal die sozialen Schwachen treffen und dann wird es den gesamten Mittelstand umhauen, weil das einfach keiner schultern kann. Es kommt dann dazu, dass der Staat, dass die Versorgung, die Grundversorgung der Bevölkerung zusammenbricht. Und wenn das passiert, haben wir ganz schnell einen Notstand. Und zwar führt es dann dazu, dass die HLKU Artikel 2 eingreift. Es gibt ja eine Haager Landkriegsordnung, die über dem Grundgesetz steht. Und die greift immer dann, das hat ganz kurze Paragraphen und Artikel, aber die stehen noch über dem Grundgesetz. Und dort steht zum Beispiel drin, Artikel 2, dass wenn eine Zivilbevölkerung sich verteidigt, wird die immer als Armee gesehen. Ja, wenn man sich vorstellt, es kommt ein angreifendes Heer, die Zivilbevölkerung eines Dorfes verteidigt sich mit irgendwas. Und wenn die also eine Hacke nehmen, sobald man die Hacke außen öffentlich sieht, also da sie in der Hand hat und schwingt, dann gilt das als Waffe und dann kann die angreifende Armee das die Zivilbevölkerung wie eine kämpfende Armee betrachten. So. Und dann nützt es uns nichts, wenn im Grundgesetz steht, Artikel 20.4, jeder, der die versucht, diese gesellschaftliche Grundordnung aus den Angeln zu heben, zum Widerstand berechtigt ist. Es geht aber nur so lange, wie man es eben nicht mit Gewalt macht. Man hat aber das Widerstandsrecht, sich gegen die Willkür zu wehren. Das ist das, was das Grundgesetz hiermit sagt. Und das verwechseln viele. Ne? Wir wollen nicht anfangen, mir eine Waffe zu holen oder zu bauen oder zu machen, falle ich in HLKO Artikel 2. So, eine andere Geschichte ist, wenn natürlich jetzt die IS hier heimlich Waffen in das Land schickt. Also mit Schleusertruppen wird ja alles reingeschafft. Ja, die Grenze ist offen, also kann alles reingeschafft werden. Wenn die sich bewaffnen und bewaffnet in ein Dorf reinziehen und denen nehmen sie die Waffen ab, ja, dann ist es eben so. Ne? Es hat bis jetzt noch keinen Bürgerkrieg gegeben, wo es an Waffen gemangelt hätte. Wenn die Waffenindustrie einem Konflikt verdienen will, weil die Zivilbevölkerung, sagen wir mal, zur Notwehr genötigt ist, weil die Grundversorgung nicht mehr da ist und weil die Grenzen immer noch offen sind und immer mehr Leute reinströmen, sodass die öffentliche Ordnung und Sicherheit ernsthaft gefährdet ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Bundeswehr ruft den Notstand aus und dann macht er die Regierung und macht erstmal eine Militärregierung, bis da die öffentliche Ordnung und Sicherheit hergestellt ist. Oder es kommt dazu, dass den IS-Kämpfern ihre Waffen abgenommen wurden und wenn die Bevölkerung immer Waffen hat, wird sie dann die eigentlichen Peiniger auch entzogen. Eine logische Folge. Und ich vermute mal, dass die sogenannten Gutmenschen, denen, sagen wir mal, eine Welt zusammengebrochen ist, weil die Grundversorgung und das schöne Leben auf der Tatsche und auf der Segeljacht eben nicht mehr möglich ist, weil es vorne und hinten nicht mehr reicht, weil es um den Achse überleben geht, sich dann bei ihren Politikern bedanken werden. Und ich denke mal, dass genau die Personengruppe am grausamsten und am unbarmherzigsten wütend wird, weil sie merken, dass sie also die letzten 40 Jahre nur betrogen wurden. Das ist aber nun mal eine Sache, die dadurch kommt, weil man sich einfach immer nur einseitig informiert. So, ich denke mal, wer wirklich heller ist und das gewollt hat, hätte schon, ich sag mal, spätestens 87 in der DDR alles wissen können, was mit hier in dem Land nicht stimmt. Es gab zwar dann nochmal so eine komische Geschichte, dass sich der Club auf Rom hier in die DDR-Friedensbewegung eingemischt hat, aber es war, alles Wichtige war zu erfahren. Und die eigentlichen letzten Puzzlesteine, na, die hat es eben erst die letzten 2-3 Jahre, haben sich die herauskristallisiert. Und zwar nur deswegen, weil Bundeswahlleiter damals Protokollfälschung begangen hat. Das war 2009, Europawahl, so in dem Superwahljahr. So, dann ist eben die Frage, wie machen wir weiter? Ich würde sagen, dass wir anfangen sollten, die Wahlkommission in den einzelnen Wahlkreisen zusammenzustellen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kennt sich untereinander und man tut sich dann über Facebook oder irgendwelche
oder unser Portal vernetzen, also Unacast oder was auch immer da hier zum Tragen käme. Wir würden dann das organisieren, dass in jedem größeren Ort genug Wahllokale ist. Wir haben auch da schon einfache Möglichkeiten, wie man sich Wahlurnen baut. Also gibt es bei IKEA diese großen Pappboxen, die man, kann man über Eck kann man da Löcher reinbohren, Kabelbinder durchziehen, das ist eine ausreichende Wahlurne. Und dann mit der Edelstahlflex oben einen kleinen Schlitz reinmachen. Also wird ja bloß ein 2 mm dicker Schlitz. Ja, und dann brauchen wir bloß noch Wahlzettel drucken und dann ist die Sache eigentlich kein Problem. Weil wir müssen uns ja nicht an das Wahlamt der Stadt halten. Weil das Wahlamt der Stadt macht ja Bundestagswahl und Untergliederung des Bundes. Das hat aber hier eine reine staatliche Wahl, die direkt vom Volk organisiert ist. Das ist eine bessere Wahl. Und das interessiert uns auch der Wahlleiter mehr. Ja, wir müssen dann selber auszählen, müssen das zusammentragen, aber es ist doch heutzutage mit der Technik, die wir haben, überhaupt kein Problem. So, und da müssen genug Leute da sind und ich sage mal, wenn 10 Leute übereinstimmen, feststellen, dass derjenige wahlberechtigt ist oder er nicht wahlberechtigt ist, dann ist das schon eine saubere Geschichte und dann kann man ja die extra Stimmen extra zählen. Also wenn dann Unklarheiten sind, dann wird einem die Stimme nochmal in den Umschlag getan, gekennzeichnet und dann erst ausgezählt, wenn der Fall entschieden worden ist. Kann man doch alles machen. Wenn die Mehrheit der Leute, also 92% gegen die derzeitige Politik der Frau Merkel sind, sollte es doch nicht daran scheitern, dass wir dort einen ordentlichen Wählhof zustande kriegen, der 50% der absoluten Wahlberechtigten auf sich vereinigen kann. Das sollte doch überhaupt kein Problem sein. Ja, und wenn eben nur, was weiß ich, in einem Dorf von 1000 Einwohnern eben nur 100 wirklich diese Herleitung nach Hustag schaffen, na, dann sind eben nur 100 wahlberechtigt. Und da ist das eine ganz kurze, schnelle Wahl. Aber die ist gültig. Ja? Alle anderen müssen sich kümmern. Es ist ja eine Bringepflicht. Also jeder muss den Nachweis bringen. So, da wird also sicherlich jeder seiner, ich sag mal, Standesamt aufsuchen müssen, seinen Geburtsort, dort wo seine Geburtsurkunde hinterlegt ist, und muss sich einem dort eine entsprechende Kopie kommen lassen. Das ist alles noch eine bezahlbare Größenordnung. Und erst wenn das gemacht hat, wenn man diesen ersten Schritt gemacht hat, dann wird sich auch der Besatzer, sprich Putin oder Krinin, bewegen. Und keinen Moment eher. Wir sind gefragt zu erkennen, welchen Staat wollen wir. Und das ist nicht Schwarz-Rot-Gold, sondern das ist die staatliche Flagge. Und die staatliche Flagge ist die Bundesstaatenflagge. In Sachsen ist Sachsen, in Preußen die Preußen, in Bayern die Bayern. Die haben alle jeweils eine eigene Staatsflagge. Und das sollte man inzwischen verstanden haben. Dass die Bundesrepublik existiert, zweifelt niemand an. Aber die Bundesrepublik ist eben kein Staat. Sie ist eine Verwaltung. Das ist die Verwaltung der Weimarer Republik, die sagt, dass sie den Staat vertritt. Ist aber nicht der Fall, weil Weimarer Republik nun mal ein Feindstaat ist und nie als Verweser auftreten kann oder auftreten darf, weil sie an Kaiser weggeputscht hat, also keine Vertrauensposition hat. So. Und wenn sie Notstandsleiter wäre, wäre also noch die geringsten Anforderungen an Notstandsleiter, muss er noch nicht mal gewählt sein. Aber dann muss er die Leitlinien der Politik des Kaisers vertreten und auch das macht sie nicht. Insofern besteht überhaupt keine Legitimation. Und das ist das, was man begriffen haben muss. Ne? Okay, tschüss.